Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und in dieser ganzen riesengroßen Debatte um Leuchttürme aktuell schiebe ich jetzt mal so einen pinkfarbenen Karton rein. Denn das, liebe Freunde, ist ein Leuchtturm, der keine 300 Euro kostet. Vorausgesetzt, man kauft ihn nicht original verpackt. Denn mittlerweile ist der Run auf Paradisa-Sets ja doch wieder deutlicher wahrnehmbar. Ja? Und ich habe euch dieses schöne Set mitgebracht. Und ich würde sagen, wir machen uns eine entspannte Zeit. Ja? Holt euch was Leckeres zu trinken, was Freshes zu knabbern. Denn es ist Review-Zeit, liebe Freunde. Ja. Als allererstes muss ich, glaube ich, mal so zwei, drei Worte zu Paradisa verlieren. Ist ja jetzt ganz schön pink bzw. rosa hier auf dem Schreibtisch. Also das ist pink, ja. Also knallt halt ein bisschen mehr in die Optik. Und das ist ein zartes Rosa. Also hier sind so schöne zarte Rosa-Teile dabei. Also Lego hat halt gesagt, okay, pink und rosa, wir bringen einfach beides. Ja? So. Ich bilde mir ein, dass dieses Set das erste Paradisa-Set ist hier in unserem Kanal. Und ich weiß auch, dass ich damals, das Set ist ja von 95, übrigens Paradisa gab es von 92 bis 97, also nur 5 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und es gab 19 oder 20 Sets. Ja? Das heißt, es ist durchaus eine sehr überschaubare Serie und ich weiß, dass damals Anfang der 90er und auch Mitte der 90er ich es damals formuliert als Jugendlicher, Augenkrebs bekommen hätte, wenn mir das jemand geschenkt hätte. Ich weiß aber, dass viele Mädels das cool fanden. Meine Schwester übrigens, liebe Grüße an der Stelle, hatte auch das ein oder andere Paradisa-Set, aber ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Ich gucke tatsächlich ab und zu mal nach Paradisa-Sets. Das habe ich jetzt gefunden von einem netten Sammlerkollegen, könnte man sagen. Viele Grüße an der Stelle, unbekannterweise. Also ich kenne dich natürlich, aber alle anderen nicht. Und habe dieses Set zu einem ganz guten Preis bekommen und dachte mir, ich muss da mal zugreifen, weil ich das einfach als Spielwelt total cool finde und ich auch schon so ein bisschen im Hinterkopf habe, wenn irgendwann mal bei mir so eine Stadt entsteht, ja, wenn ich mal ein bisschen Platz habe und so ein paar Tische hinstelle, dann wird an einer Ecke das vielleicht auch so ein bisschen rosa werden. Ja? Also von daher, easy peasy, ganz normaler Move. Ja? Ja, und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der schönen Box an. Hier gibt es übrigens auch nicht nur die Anleitung, sondern noch so ein kleines Heftchen dazu. Das wurde dazu geliefert, soweit ich weiß. Gucken wir uns dann aber auch nochmal schnell an. Also die Box ist so eine klassische Lego-System-Box. Ihr wisst ja, ab 92 gab es Lego-System. Und diese Lego-System-Boxen gab es in verschiedenen Farben, je nach Themengebiet, ja. Hier oben ist übrigens die Box ein bisschen angestoßen, ansonsten ist sie ziemlich cool. Bei Paradisa war das halt ein Pink, bei Rittern war das so ein helles Orange, seht ihr da oben diese zwei Boxen, genau. Bei City war das ein Blau, dann gab es bei Piraten noch ein Lila. Ich habe leider alle meine lilafarbenen Piratenkartons an Andy abgetreten. Der ist bei uns sozusagen der Piratenbeauftragte, ist auch vollkommen gut so. Ich gebe schon viel zu viel Geld für Ritter aus. Und dann, ich muss mal kurz hier zur Seite schieben, zum Beispiel bei Model Team gab es so dunkelblaue Kartons. Also es gab verschiedenfarbige Kartons und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist halt ein grundlegender Unterschied zu diesen Legoland-Kartons der 80er Jahre. Ne? Genau. Und wir haben jetzt hier einen sehr, sehr schönen Karton. Das ist übrigens ein Klappkarton. Ja? Das heißt, man sieht auch schon, die Innenbox ist auch komplett pink. Also das ist wirklich richtig heavy. Ich glaube, ich hole die mal raus. Und ich hoffe, dass meine Kamera keinen Sprung bekommt. Also ich finde das aber trotzdem eine super, super coole Sache. Bei den Piratenkartons sind die Innenboxen übrigens in einem, hier übrigens, ne, also immer sauber aufheben, die Plastiktüten, dann kann man nämlich immer schön Steine verstauen. Bei den Piratensets sind diese Innenkartons lila. Das ist halt schon irgendwie speziell, ne, aber auch irgendwie ganz lustig. Ich packe das gleich mal wieder rein. So, ja, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Box mit Klappe. Also Klappe,
Und hier war noch ein Blister drin, den habe ich natürlich nicht. Also da konnte man im Geschäft dann schon ziemlich genau sehen, was da abging. Tendenziell konnte man das auch gut neben Barbies oder Polly Pocket positionieren. Ja? War vielleicht auch so ein bisschen der Plan. Und ihr seht, ich komme mal noch ein bisschen näher. Hier in der Klappe ist tatsächlich das ja, Hauptmodell dargestellt mit verschiedenen Szenen, was man damit machen kann. Ja? Ich gucke nur noch mal, nicht, dass ich euch irgendeinen Quatsch erzähle. Genau, richtig. Auf der Rückseite hingegen sind Alternativmodelle gezeigt und das finde ich ziemlich cool. Besonders diese Strandbar da oben, die ist richtig, richtig abgefahren. Also das ist die hier. Also als ich die gesehen habe, hatte ich sofort Bock, die nachzubauen. Übrigens, kleiner Spoiler. Auf der Rückseite der Anleitung ist die auch nochmal zu sehen, ja. Also das ist der Oberknaller, das Ding. Das ist wirklich cool. Gucken wir uns dann aber gleich noch an. Ja, und Lego war damals halt noch so unterwegs, dass sie gesagt haben, ja, also du sollst aus den Steinen, das sind übrigens nur so knapp 200, obwohl eine ziemlich große Spielwelt entsteht, du sollst aus den Steinen natürlich auch was anderes bauen, ja. Und das finde ich cool. So eine Einstellung supporte ich auf alle Fälle und das entspricht auch so, ja, meiner Vorstellung von Lego, also so wie es zumindest früher mal war. So. Und jetzt gucken wir mal, hier gab es nämlich zu diesem Set dazu zwei Heftchen. Das eine ist die Bauanleitung und das andere ist so ein kleiner, ja, wie soll man sagen, so eine Art Flyer, kleines Booklet oder so, das kann man noch so auseinander machen. Und da ist schon klar, Belleville, alles Roger, ja, also da wird es noch pinker und da wird es richtig pink. Also nicht nur rosa, sondern da wird es richtig pink. Übrigens eine Sache, die sehr, sehr krass ist. Guckt euch mal an, wie viele Münzen hier aus dieser Kasse rauskommen. Also ich als Piraten- und Ritterfan fange da tatsächlich an zu sabbern. Wirklich, ohne Mist. Es gab viele Tiere, es gab viele lustige Szenen. Das Teil hatte nur einen Sinn, nämlich Mädels, höchstwahrscheinlich Mädels, die dieses Set hier bekommen haben, sollten dann schon in eine Richtung gefunnelt werden, ist vollkommen klar. Nämlich Belleville. Beziehungsweise hier auf den letzten beiden Seiten seht ihr auch Paradisa. Und ihr seht auch hier tatsächlich den Twist rüber zu City. Hier oben ist das kanadische Mountain Camp, das habe ich schon vorgestellt. Zieht es euch unbedingt mal rein, sehr cooles Set. Drunter ist die kleine Pizzeria, die hat Andy schon vorgestellt. Und unten ist so ein kleines Rafting-Floß. Das müsste ich auch noch irgendwo haben. Also muss ich mal gucken, vielleicht stelle ich das auch noch vor. Und die Rückseite ist natürlich wieder eingenommen von Belleville. Ja? Also pink auf Fläche. Ja? Wie gesagt, Brücke bauen, eigentlich relativ clever. Also ich weiß nicht, warum Lego heute nicht noch zusätzliches Infomaterial beilegt. Was, naja gut, es ist heute vielleicht nicht mehr so diese modulare Idee. Oder wir haben ja auch selbst bei Belleville gesehen, das sind ja richtige Spielwelten. So. Aber es wäre natürlich ganz cool, wenn ich heute auch, wenn ich mir ein cooles Ideaset kaufe, vielleicht noch ein cooles kleines Prospekt dazu habe. Ja, also. Ja, das ist die Anleitung. Die Anleitung ist doch relativ flach, aber wie gesagt, es sind halt nur 200 Teile. Also dafür ist es schon ordentlich. Also hier sind schon ein paar Seiten. Unten sind sogar Seitenzahlen drauf. Das letzte ist die Seite 23. Rückseite wäre dann die 24. Und es geht relativ gut voran. Also hier wird relativ gut gesteckt. Allerdings ist mir eine Sache aufgefallen beim Bau. Es werden relativ viele Formteile verwendet. Ja, so. Moment. So. Hier seht ihr das. Übrigens, da seht ihr auch so ein cooles Eckpanel. Ja, erinnert uns Piratenfans natürlich sofort an das Gouverneurskastell. Ja. Was 89 auf den Markt gekommen ist. Und hier weiter oben, das zeige ich euch nachher noch, wenn ich es nicht vergesse, sind auch solche weißen Panels drin. Solche, das sind diese klassischen Ritterpanels, bloß halt in weiß. Ja? Gab es halt in der Piratenwelt dann auch. Aber sowas finde ich ganz cool. Aber man muss wissen, dass bei dem Set, hier oben seht ihr das übrigens auch, hier sind solche Säulen. Das hätte man alles mit 1x1-Bricks bauen können übereinander und hätte dann sozusagen mehr Möglichkeiten gehabt, aus diesen 1x1-Bricks noch was anderes zu bauen. Weil du kannst eine Säule aus 1x1-Bricks bauen, du kannst aber auch eine Mauer draus bauen. Aus diesen fertigen Säulen kannst du nur eine Säule bauen. Also hier sieht man schon einiges an Fertigteilen, da ist so ein klarer Trend zu sehen. Auch hier diese Treppe, ja. Zeige ich euch dann auch gleich noch. Die ist ja, ich glaube, 87, also auf alle Fälle Ende der 80er Jahre bei Fabuland das erste Mal auf den Markt gekommen. Allerdings nicht in diesem
zarten Rosa, sondern soweit ich weiß, in einem Gelb und in einem Rot. Ja, aber es ist auch so ein typisches Fabulanteil, was hier halt einfach wiederverwendet wurde. So. Und hier wird dann eifrig gebaut und eifrig gebaut. Und dann ist man nach 22 Bauschritten fertig. Das letzte Bild ist dann nur noch das Bild, wie man alles ja, perfekt zusammensteckt. Also was heißt perfekt zusammenstecken? Die Figuren noch drapiert und so weiter. Ja, so. Und auf der Rückseite, ja, auf der Rückseite ist wieder dieses total tolle Strandrestaurant oder Strandbistro zu sehen, was mich wirklich komplett flasht. So, so und jetzt gucken wir uns mal das Set an. Und bevor wir uns das Set detailliert angucken, dieses Set ist deshalb auch so spannend, weil hier einige Teile dabei sind, die wirklich unique in diesem Set sind. Also die erste Sache, die Grundplatte. Ja? Diese Grundplatte gab es nur in diesem Set. Wenn du diese Grundplatte mehrmals haben wolltest, weil du dir, was weiß ich, so eine Insellandschaft bauen wolltest, keine Ahnung, musstest du damals dieses Set mehrmals kaufen. Gab kein anderes Set, wo es diese Grundplatte gab. Ich finde die Grundplatte ziemlich flashig, obwohl, ehrlich gesagt, dieses Hellgrün, ja, das, ist das Limegreen? Also ich nenne es jetzt mal Hellgrün oder Lindgrün. Mir persönlich nicht so gefällt, ich mag dieses Dunkelgrün lieber. Also wenn das jetzt hier Dunkelgrün wäre, das wäre schon noch ein bisschen geiler, weil dann könnte ich natürlich da auch eine Forestman-Festung draufsetzen oder irgendwas. Dieses helle Grün ist mir schon fast ein bisschen zu Polly Pocket-mäßig. Ja? Übrigens, diese Grundplatte, die kann man heute natürlich bei Bricklink nachkaufen, kostet allerdings ein 20, manchmal auch 30. Und nach oben sind da, wie gesagt, auch keine Grenzen. Nur für den Hinterkopf. So. Was ist noch unique in diesem Set? Hier gibt es Sticker. Also der Stickerbogen ist unique. Hier hinten ist übrigens eine total lustige Kühltruhe. Ich wollte gerade sagen Tiefkühltruhe. Hier, ich versuche das mal zu zeigen. Hier, die kann man übrigens auch aufklappen. Dann zeige ich euch nachher mal. Und dann sind so eine kleinen Fliesen drin. Die sind dann so, das soll dann Eis darstellen. Ja? Also die Sticker sind unique für das Set. Dann dieses kleine rosafarbene Fenster. Das gibt es tatsächlich nur in diesem Set. Und hier vorne gibt es zwei Teller mit Belag. Das ist total abgefahren. Seht ihr das? Hier. Da ist auf dem einen Teller, ich muss selber noch mal ganz kurz gucken, sind Pommes und eine Wurst. Der Teller hat übrigens außenrum herzförmige Verzierungen, so Herzen als Verzierung. Und auf dem anderen Teller ist ein Stück Fleisch mit einer Karotte und ein paar Erbsen. Ja, ich zeige euch das noch mal. Diese beiden Sachen, das ist bedruckt, das gibt es nur in diesem Set. Das ist wirklich richtig krass. Ja, so. Ja, das waren die Sachen, genau. Also die Grundplatte, der Stickerbogen, dieses kleine Fenster hier oben in rosa und die beiden Teller. Dann kommen aber noch ein paar andere Sachen dazu, die eher seltener sind. Die tauchen dann nur in ein, zwei Sets auf. Ich fange mal an mit dem Delfin. Der Delfin, ich nenne ihn jetzt mal Flipper, der ist wirklich richtig cool. Den gibt es nur in zwei Sets. Kannst du aber für 5 Euro kaufen auf Bricklink. Also ich finde es aber total cool. Ich finde es halt schade, dass das nicht in mehr Sets vorgekommen ist. Dann geht es weiter. Hier oben diese rosafarbene Tür. Ja, die gibt es auch nur in zwei Sets. Diese kleinen Zäune gibt es auch nur in zwei Sets. Die Wendeltreppe, habe ich ja vorhin schon gesagt, Fabuland, erstmals rausgekommen 87. Gibt es, soweit ich weiß, in drei Sets in diesem hellen Rosa. Dann haben wir noch hier vorne diese Krabbe. Ja, also damals hat Lego einfach eine Krabbe. Das ist, soweit ich weiß, auch ein Druck oder ist das ein Sticker? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist ein Druck, weil bei Bricklink ist es als richtig so als Teil gelistet. Wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, könnt ihr gerne auch Ergänzungen machen in den Kommentaren. Kann auch sein, ich vergesse ein, zwei Sachen. Also gerade bei diesem Set ist es tatsächlich so, dass da einige Sachen dabei sind, ja, die ein bisschen seltener sind. Ja, wie gesagt, diese Krabbe, die ist auch nur in zwei Sets. Der Torso von ihm hier ist auch nur in zwei Sets. Und der Torso von ihr hier ist auch nur in zwei Sets. Ja. Ich würde übrigens jetzt mal dazu übergehen, die Figuren mal euch näher zu zeigen. Ja. So. Eine Sache darf ich nicht vergessen. Und zwar den ultra coolen Ghetto Blaster. Hier vorne. Ich lasse den mal drauf, ich komme mal ein bisschen rein. Als ich den beim Bau gesehen habe, dachte ich mir, wie cool ist das denn? Das ist auch ein bedrucktes Teil. Also diese zwei Tape-Decks da mit diesen Kassetten, die sind einfach nur der Oberwahnsinn.
Da dachte ich mir, das ist bestimmt auch ein bisschen seltener, weil ich das noch nicht so oft in der Hand hatte. Es gibt tatsächlich aber so ungefähr 10 Sets, wo das drin ist, dieses Teil. Und dann gibt es noch ein spaßiges Teil, das zeige ich euch am besten auch mal gleich, ehe ich das dann vergesse und in dieser Spielwelt hier versinke, nämlich so eine Art kleines Eckpanel. Und zwar kommt das, es kommt zweimal in dem Set vor, dieses hier nämlich, ich mache euch das mal hier auf diesen Big Brick, dieses Teil hier, dieses kleine Panel, das ist auch was Besonderes, also heutzutage nicht mehr, aber damals 95, also in dem Jahr, wo das Set rausgekommen ist, kam das auf den Markt in so einer Reihe von Sets. Und ich dachte halt immer, dass dieses Teil so erst so nach 2000, vielleicht auch in 2010er Jahren irgendwann auf den Markt gekommen ist. Aber das gibt es tatsächlich schon seit 95, weil das erinnert mich immer so ein bisschen an diese moderne Lego-Welt. Ja, heutzutage findest du das an allen Ecken und Enden. So. Ja, genau, ich wollte euch noch die Figuren zeigen. Die sind wirklich richtig cool. Ja. Also ich persönlich feiere diesen Torso extrem. Das ist wirklich richtig cool gemacht. Bei den Mädels, ich sehe gerade, dass ihre Frise ein bisschen schief hängt. Bei den Mädels ist es tatsächlich so, dass da auch so eine Art Bikinihöschen angedeutet ist, weil nämlich die Beine komplett in Gelb sind und dann oben nur dieses verbindende Zwischenstück in Weiß ist. Das ist auch total lustig. Bei ihm ist es übrigens schwarz. Ja? Der hat dann so eine schwarze Speedo-Sport-Badehose an. So, genau. Und ja, wie gesagt, der Dude ist auch total lustig mit diesem Schnauzbart. Also mehr Hipster geht nicht, oder? Sag doch mal. Also, das ist auf alle Fälle lustig. Ich bräuchte mal so ein Big Brick in Rosa. Gibt es aber leider nicht. Müsste man sich gießen lassen. So, dazu gibt es noch ein kleines Bötchen. Das ist auch ganz lustig gebaut. Also wirklich total simpel. Mit diesem schönen Segel. Und damit kann man halt auch so ein bisschen rumspielen. Ja, so. Ich lasse das mal hier. Oder Moment, ich stelle es mal hier drüben hin. Ich hoffe, man kann das noch einigermaßen sehen. Ja, super. Und dann zeige ich euch mal dieses Set. Ja. Und heutzutage, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieses Set hat nur ungefähr 200 Teile. Aber was hier halt dazu beiträgt, dass das wie eine Spielwelt wirkt, ist diese wunderschöne große Grundplatte. Ja, weil stellt euch mal vor, heute wäre es wahrscheinlich so, man hätte dieses Gebäude und hätte das sozusagen auf Platten stehen, dass die sozusagen gerade die Grundfläche abdecken und dann hättest du nur noch dieses kleine Ding und hättest das irgendwo stehen. Dieses kleine Ding hier hat allerdings auch eine schöne Bautiefe. Also da kann man schon auch, ich muss mal ganz kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Noppen Tiefe und unten kann man eben auch sich noch reinstellen. Das ist so der Eisstand, bloß von der anderen Seite. Ja? Also hier seht ihr, hier vorne ist der Eisstand, da kann man sozusagen jemanden dahinter stellen und der verkauft dann Eis. Und hier unten ist halt auch eine coole Tiefkühltruhe, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die kann man so aufklappen. Ja? Moment, wie zeige ich euch das am besten? So, kann man so aufklappen. Und auch wieder runter machen und dann seht ihr, die ist oben auch so beklebt. Ist aber ganz lustig, an der Stelle finde ich den Sticker auch gar nicht schlimm, weil das hat so ein bisschen auch diese roughe Optik von diesen typischen 90er Jahre Eisständen, ja, so. Und dann kannst du da nämlich auf und zu machen, kannst hier unten Eisverkäufer spielen. Hier oben hast du auch noch eine Spielmöglichkeit, da ist auch sogar noch eine Kaffeemaschine, ja, auch wieder mit ein paar rosa Teilen. Die gelbe Tür, würde ich jetzt sagen, beißt sich ein bisschen mit dem Rosa. Aber kein Problem. Dann kann man, wie gesagt, hier die Treppe hochgehen. Man hat oben eine Tür. Dann hat man hier unten natürlich noch die Möglichkeit zu essen. Hier hat man noch die Möglichkeit zu grillen. Man kann baden gehen. Man kann mit dem kleinen Bötchen rausschippern. Und man kann sich hier oben hinstellen, kann in die Ferne gucken mit diesem angedeuteten, wie sagt man, Fernrohr. Ja, ich nenne es einfach mal Fernrohr. Und hier oben hat man dann noch eine drehbare Einheit. Das macht aber nicht viel. So eine drehbare Leuchtturmeinheit. Schade, dass das nicht leuchtet. Aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Dudes und Dudinen da draußen, die das irgendwie hinkriegen. Wenn jemand einen Umbauplan hat, wie man das zum Leuchten bringt, her damit. Schickt's uns. Dann bauen wir das Ding um. Kein Thema. Und dann hat man noch eine schöne Palme. Und ihr seht ja, ich habe euch jetzt schon so viele Sachen genannt, wo man hier wirklich schön spielen kann. Ja?
Das ist halt eine abgeschlossene Spielwelt und ich finde, dass die Baseplate dafür die beste Base ist. Die beste Grundlage ist so eine schöne große Baseplate, wo man ein bisschen was draufbauen kann und dann kann man da, dazu spielen, damit spielen. Eine Sache, die ich ein bisschen rätselhaft finde, die aber dem Spielen keinen Abbruch tut, ist, dass das eine Insel ist. Und dann fragst du dich natürlich, okay, sind die jetzt alle mit dem kleinen Boot da auf die Insel gekommen? Aber wie gesagt, das ist nur so eine Sache, die vielleicht beim Spiel nicht so wichtig ist. Beziehungsweise, man kann es ja auch ganz einfach machen. Man könnte ja hier hinten auch grüne Platten hinlegen, könnte dann mit gelben Platten so ein bisschen den Strand hier so ranziehen und schon ist das wie so eine kleine Landzunge. So würde ich das übrigens in einem Diorama auch machen. Für mich ist das so die Spitze. Und dann könnte man hier hinten in dem Bereich noch Land ranbauen. Halt, wie gesagt, schön mit so gelben oder beigefarbenen Steinen oder Platten und macht dann so ein paar Sandhügel und so Beach-Feeling und so weiter. Also das wäre, denke ich, kein Thema. Und jetzt bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Euch interessiert vielleicht, was das kostet. Also, ich habe jetzt mal bei Bricklink geguckt. Also bei Bricklink bezahlt man für dieses Set jetzt so, wie es auf dem Tisch steht, mit der schönen Box und so weiter, ungefähr 150 Euro. Ich würde jedem empfehlen, mal bei eBay zu gucken, denn bei eBay habe ich jetzt gesehen, bei tatsächlichen Verkäufen geht das Set teilweise auch bei, also für 100 Euro mit Box weg, wenn man ein bisschen Glück hat, manchmal auch 120, 130 oder so. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt und ihr wisst ja, wenn der krasse Blister dabei ist, dann geht die große Jagd los. Dann kann es sein, dass es da ein paar Nerds gibt, die sagen, ey, scheiß drauf, wenn das Ding Blister hat, gebe ich 200 Euro aus. Aber es ist definitiv nicht so teuer wie der neue Leuchtturm für 300 Euro. Und vielleicht ist das für den einen oder die anderen eine Alternative. Also für mich definitiv. Es gibt viele da draußen, die sagen, naja, das Ding ist ja viel, viel kleiner und das hat auch keinen Motor und hat auch kein Licht geschenkt. Alles klar, kauft den für 300. Ich habe mit dem Ding halt mehr Spaß. Ja, also, und so ist für jeden was dabei. Und das ist ja das Schöne an unserem Hobby. Deswegen sollten wir uns nicht zerhacken, sondern sollten lieber miteinander in Kontakt treten und sagen, ich finde das cool, du findest das cool. Wir finden aber alle cool, mit Klemmbausteinen unsere Zeit zu vertreiben. Die einen spielen, die anderen sammeln. Cooler Move, würde ich sagen. Beziehungsweise ganz normaler Move. In diesem Sinne, liebe Freunde, ihr habt noch ein bisschen was zu tun. Unser Kanal hat eine ganze Menge Videos. Zieht euch die mal rein. Ich versuche mir so ein bisschen auf die innere Mindmap zu schreiben, mal das ein oder andere Paradisa-Set noch an Land zu ziehen und euch zu zeigen. Und wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann ja alle Sets und können sozusagen so wie eine kleine Paradisa-Ecke bauen. Wäre das nicht paradiesisch? Ja. In diesem Sinne, liebe Freunde, würde ich sagen, bis bald. Bye bye.